Was geht? Amo wieder hier in Patong am Start. Und ich stehe mal wieder vor, genau, Cyan Big Bike. Ihr wisst, was das heißt. Es wird heute leider keine R1, aber dafür eine gefährliche grüne Kombi. Grün wie Gift, wie Piccolo. Es ist einmal hier ZX10R und ein Z1000. Bam. Beides in gefährlichem Grün, passend zu meiner Hose. Simon nimmt die 1000er, also die Z1000, und ich pack mir hier die Sportler. Naja, jetzt cruisen wir einfach mal ein bisschen und dann zeig mal euch ein bisschen die Bikes. It's an evil world we live in. Die Bikini wird auch zum Bike passen, auf jeden Fall. So, da sind wir jetzt auf den Bikes. Fahr einfach, fahr. Kommen wir mal zum Video. Wie gesagt, Simon hat sich die Z1000 geholt. Kommt sehr gefährlich. Sieht schick aus. Steht hier. Und wie gesagt, Freunde, nicht so fahren wie wir. Wir sind ein ausgebildetes, jahrelang erfahrenes Motorrad-Stuntman-Duo. Stop the cap! Genau. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen den Kawasaki-Sound vermisst. Weil da viele Freunde von mir aus Deutschland, die sagen immer, wenn ich hier mit Bike vorbeifahre, die sagen, ja, Kawasaki-Sound, bla bla bla, krank. Hold up. Let him go! Oh, Junge, was kommt da für Flammen raus? Junge, du bist Abu Flammenwerfer, Flammenbändiger, Abu Feuershow. Hundilein, was geht bei dich? Schau, die kann man sogar im Stand anlassen, weil die nicht so rumbrummen. Schau mal, der arme Hund, den Jungs gar nicht, Digga. Ich denk mir, nee, Salame, was willst du von meiner Eier? Der, ich weiß doch gar nicht. Hello. Ah, 200. Ja. 95. Wohin mit dem Hund? Thank you. Cap. Ah, warum macht er so Auge auf mein Bike? Bruder, warum ist denn das hier eigentlich so ein weiter Weg zum Lenker? Also guckt mal, das sind eigentlich die Helme, die sie uns also geben würden, wenn wir jetzt unsere Helme nicht dabei hätten. Das ist schon echt. Digga, oh, Digga, schau mal. Da hat es einen mies zerfetzt. Nein, Bruder, das. Boah, da hat es einen mies zerfetzt mal. Ja, Digga, die ist schon fett irgendwie. Aber warum hat meine eigentlich ein rotes Kennzeichen? Gefährlich. Wie gesagt, die Reifen sind echt assi, Mann. Die sind einfach eckig. Eckig. Auspuff ist, ja, Akrapovic, wie auch immer. Showa, Brembo-Bremsanlage, aber Digga, wenn die Brembo-Bremsanlage so funktionieren würden, wie Brembo ist, ja, ich weiß nicht, was sagst du zu Kawasaki? Ich finde die immer, ja? Also wenn du dir die Wahl hättest zwischen einer ZX-10R und einer R1 und einer 1000er Fireblade, alle selbe Baureihe so, was würdest du nehmen? Ja, okay. Ja, okay, man kann das auch nicht mit einer R1 vergleichen. Die ist echt leise. Aber sie spuckt Flammen. Sexy. Ah, Digga, die wird schon wieder so warm hier, Mann. Ich hab dann einfach dieses orangene Dings da berührt mit dem Helm. Ja.
Beschleunigung ist es nicht so wie bei der 1. Schweiger da! So. Ein kurzes Update. Ich habe noch nicht viel gefilmt mit dem Bike, aber ich hoffe, dass ich morgen ein bisschen Content schaffe. Aber es lag leider daran, dass wir ein paar Probleme hatten. Es kamen ein paar Umstände auf uns zu. Da Simon gestern einen leichten Crash hatte und wir halt ein bisschen unterwegs waren. Da ist er sogar. Der arme Junge. Bisschen. Auf jeden Fall, die Stimmung ist bei ihm ein bisschen im Keller, was auch verständlich ist, weil ersten Crash gehabt, so erst, hallo ey, oder zur Seite, yo ey, aber sag ich stark. Erstens, natürlich ist es nicht schön, wenn man so einen kleinen Unfall hat, das ist das Erste, und das Zweite ist halt, dass jetzt eine echt hohe Summe auf ihn zukommt, die echt unnötig ist, weil wir haben heute, glaube ich, locker 2-3 Stunden mit dieser Vermietung gequatscht, dass das viel zu viel Geld, die wollten umgerechnet 1000 Euro von uns für, was das war da dran, er hat ein bisschen hier den Kupplungshebel, war ein bisschen zerkratzt, gut, ein Spiegel war gebrochen, also das Glas, das war halt so ein Lenkerendspiegel, der war halt, er ist halt komplett, also er ist ausgerutscht und ist halt, das Bike lag halt dann auf dem Boden. Hat hier halt ein paar Kratzer gehabt, da war ein Lenkerendspiegel dran, der war halt gebrochen. Dann war dieses Sturzpad, ich meine, für was sind die da? Aber für die wollten die auch Geld, weil die neue kaufen wollten. Aber ich meine, für was sind die Sturzpads da? So, natürlich können die ein bisschen zercratcht sein. Und dann war halt noch da, wo die Kupplung drin ist, hier dieses Ding da, war auch zerkratzt, stark, aber ist ja bloß so eine Hülle. Also ist ja bloß die Abdeckung, ist ja eigentlich kein Thema. Aber davon, natürlich ist deren Hack so, deren Recht. Wenn die ein normales Bike geben, dann wollen die auch natürlich wieder das Bike so haben, wie sie es kriegen, wie sie es abgegeben haben. Aber ist halt ein bisschen viel, 1000 Euro, also da kannst du in Deutschland komplettes Bike verschönern. Und das Wichtigste, da wo die Schaltung ist, dieser Schalthebel unten, da ist halt die Halterung abgebrochen durch diesen Umfaller. Ja, das war eigentlich das Schlimmste, weil da konnten wir dann nicht mal wirklich zurückfahren. Also wir haben die dann so einen Berg runtergeschoben. Die Technik, die man halt kennt, Kupplung kommen lassen und dann war das Bike wieder an. Und so ist er halt zurückgefahren, weil irgendwie auf N ging die nicht an. Und ja, ein bisschen madig. Ich muss jetzt schauen, weil ich treffe mich jetzt mit ein paar und wir gehen was essen. Ich melde mich später nochmal. 1 Minute, 37 Sekunden später. So, ich habe kurz Taxi gespielt. Dankeschön. Hier ist übrigens das gestern passiert mit Simon. Da ist er so ein bisschen in die Wand reingekracht. Auf jeden Fall, ihm ist zum Glück nicht viel passiert. Er hat halt ein paar Schiffe, Wunden da am Arm und am Bein. Und er meint, seine Hüfte tut weh. Ja, er ist zum Glück auch nur mit 15, 20, 25 km/h da reingebrettert. Aber er wäre auch eigentlich gar nicht reingebrettert, wenn die Bremsen besser hier wären. Also deswegen, für die, die sich mal in Thailand ein Motorrad ausleihen wollen, seid vorsichtig. Ich habe es ihm auch oft genug gesagt. Die Straßen sind hier nicht wie in Deutschland, die sind hier rutschig. Die Reifen haben hier kein Profil. Die Bremsen sind hier scheiße. Also meine Hinterbremse, ich drücke gerade die Bremse durch, geht gar nicht. Vorderbremse ist okay. Aber du kannst halt auch nicht volle Kanne hier mit der Vorderbremse arbeiten. Man kann ja eh nicht viel Gas geben. Wir haben ja gestern ein bisschen wieder Gas gegeben. Es war dunkel, verdunkeltes Visier. Ja, dann sieht man halt nichts und dann versieht man nochmal die ein oder andere Kurve. So ist es halt. Oder dann geht der eine raus, dann will die andere auch raus. Das ist hier echt sehr gefährlich. Seid vorsichtig, wenn ihr in Thailand seid. Und auf jeden Fall schaue ich, dass ich die Tage noch ein paar Videos mit der hinkriege, weil das ist eine echt coole Maschine an sich. Zwar nicht so schnell, aber die knallt schön. Speedshift ist Killer. Mal schauen, ob hier, ja, hier kann ich kurz Gas geben. Auf jeden Fall ein paar Flammen. Ja, was ist denn das? Wie gesagt, es ist an sich ein cooles Bike. Schau, dass ich morgen noch, bevor ich sie abgebe, ein paar Videos mache. Und ja, da ist schon. Ich bin heute ein bisschen der Uber hier. Wie gesagt, ich bin jetzt ein Uber geworden. Auspuff ist heiß, gell? Ja.
Ah ja, ich muss kurz. Hä? Ach, ich soll so fahren. Genau, ich bin der Uber hier für meine Klasse. Wir gehen jetzt an so einen schönen Platz. Sonnenuntergang ein bisschen betrachten, auf romantisch, ihr wisst Bescheid. Und ja, noch die letzten, ja, wir haben jetzt noch eine die Woche und dann noch die nächste Woche. Haben wir noch hier, dann sind auch schon, ist schon auch wieder ein Monat rum. Ich hoffe, wir erwischen den Sonnenuntergang noch. Aber auf jeden Fall nochmal zu Simon, ihm geht's gut. Er hat halt jetzt nur ein bisschen mehr Minus auf seinem Konto, leider. Ach, voll unnötig auch für so eine hässliche Z1000, die eh schon voll am Arsch war. Kriegt jetzt ein Facelift und eine komplett Verschönerung von Simon gesponsert. Bisschen schade. Aber es hätte schlimmer kommen können. Also wir haben echt gestern drüber nochmal ein bisschen gequatscht. Es hätte echt sehr viel schlimmer kommen können. Oder allgemein auch wie wir ab und zu hier gefahren sind. Da ist das echt das kleinste Problem eigentlich. Wir hätten auch mit unserem Leben bezahlen können, theoretisch. Ist alles gut? Okay. Wie nennt man es? Das Wohlgefühl meiner Mitfahrer wird bei mir groß geschrieben. Für eine gute Google-Bewertung. Warte mal, ich muss kurz checken, wo wir überhaupt sind, Digga. Ich muss kurz schauen, wo das ist. Sprichst du mit jemandem? Hä? Sprichst du mit jemandem? Ja. Mit wem? Mit Simon? Hä? Bro, what are you talking about, man? Über das Ding. Und warum? I don't like where this is going. Hast du es nicht gefunden? Nein. Die Karte zeigt komplett etwas anderes an und niemand kennt das. Von mir aus. Hä? Also hier warten? Ja. Eieieiei. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich mach so viele Fehler, deshalb bleib ich nur für dich.